Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video hier heute bei Match Attacks Adventskalender. Ja, heute haben wir den 17. Dezember. Noch eine Woche bis Heiligabend. Heute grüße ich mal alle neuen Abonnenten. Also alle, die wo neu sind auf meinem Kanal, werden heute gegrüßt. Ich kann da nochmal gucken, wer alles neu abonniert hat. Ein Augenblick. Okay. Egal. Also jeder, wo neu abonniert worden ist, abonniert hat, wird gegrüßt. In einem anderen Video habe ich ja schon gesagt, wer es alles ist. Also von heute Morgen. So, dann öffnen wir mal hier Türchen Nummer 17. So. Hier haben wir dann wieder zwei Karten drin. Hier haben wir einen Bundesliga-Moment von Leipzig. Hatten die überhaupt mal einen Moment gehabt? Dayot Upamecano. Abwehrspieler. Abwehrwert 79, Angriffwert 25, 7 Mille Marktwert. Entschuldigung. Und die Kartennummer 189. Und dann haben wir hier noch ein Frankfurter, De Guzman, Mittelfeldspieler, Angriff 70, Abwehr 51, 5,5 Millionen Marktwert und hat die Kartennummer 110. Ja, also diese zwei Karten waren in Türchen Nummer 17. Jetzt haben wir nicht mehr so lange, noch 7 Türchen. Hier ist schon kaputt, auf dieser Seite hier. So, 18 haben wir morgen, da könnt ihr mal schauen, ob ihr die 18 findet. Ja. Eine Woche noch und dann sind die Adventskalender alle vorbei. Also gestern war ein bisschen Chaos auf meinem Kanal, weil normalerweise kommt immer ein Adventskalender um 10 Uhr und einer um 16 Uhr. Aber gestern war, ja, um 10 Uhr habe ich dann gestreamt, um 17 Uhr noch was kam dann das zweite Video, also als Video. Und dann habe ich ja noch gestreamt, FIFA Mobile. Ja. Also auf meinem Kanal gibt es auch FIFA Mobile, also wenn du noch kein Abonnent bist, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren und dann, wenn ich streame oder Videos hochlade von FIFA Mobile, kannst du dir das angucken. Ja. So, dann war's das für dieses Video. Türchen Nummer 17 hätten wir damit dann abgeschlossen. Morgen kommt Türchen Nummer 18. Ich sehe es schon, wenn ihr es auch seht. Es ist sehr schön. Dann sage ich mal bis morgen und ciao.